Aber ein wenig versuchen mit Raya wieder im Einklang zu kommen. Ich denke, dies hier ist der perfekte Ort dafür. Nun, da wollt ihr wohl recht haben. Na gut, dann versuche ich einmal. Das ist aber Sich ein dran. bisschen anders als damals. Egal. Isarun schlägt das Draconomikon auf und beginnt darin zu lesen. Warte, ich setze mich daneben und schaue ihr so halb über die Schulter, sitze links neben ihr denn. Interessant. Ja, jetzt könnt ihr weiter blättern. Was? Ich bin noch nicht fertig. Habt ihr noch nicht diese Linienarbeit hier gesehen? Diese Details in den Zeichnungen? Schau Armin, doch mal, mein wie schön diese Freund. Schuppen dort dargestellt werden. Armin, du brauchst auch ein wenig Entspannung. Hier, nimm auch einen zu. Nein, ich habe gerne einen klaren Kopf, wenn ich solche Bücher lese. Na, na Danke. dann. Ich denke, Raffin wird sich darüber freuen. Aber Auch mir. alle mir, wollt ihr euch nicht harmonisch fühlen? Ich bin immer in Harmonie mit mir selber. Oh, hier riecht es aber Ihr sehr habt keinen Schatten. harmonisch. Ja, auch nicht, also. Nun, und ich tue etwas für die Harmonie. Ich glaube nicht, dass Ilmenblatt oder sonstige Kräuter der Harmonie dienen. Doch, doch, Ilmenblatt dient der Harmonie. Ah. Seht ihr, selbst Boltax sagt es. Ah, hier, Boltax, nimm auch eins. Aber sehr gerne doch. Aber diese Schuppen, wirklich interessant. Da steht ein Name drunter. Sieht einmal. Ach, man müsste Dragnet kennen. Ihr könnt nicht lesen, was dort geschrieben steht. Lass Also mich raten, ihr den könnt. Text schon. Nein. Ich dachte nur, ihr könntet. Schließlich ist es doch ein Buch, das euch der andere Mensch gegeben hat. Natürlich können wir lesen, aber mitunter fehlt uns das Verständnis dessen, was wir lesen. Das ist eine Glyphe aus einer anderen Schrift. Sag einmal, hat die elfische Sprache nicht auch eine andere Schrift? Natürlich können wir schreiben und lesen. Früher konnten es viel mehr von uns, aber wir tun es nicht mehr so oft. Könnt Wozu ihr auch? es denn? Mach mal bitte was. Könnt ihr es denn? Also schreiben und lesen? Ein wenig, ja. Das Aber hätte ich jetzt wozu nicht denn? erwartet. Ja, Ich gebe euch. wenn ihr das Buch einmal aufschlagt und über die Schuppen rüberstreift, könnt ihr wohl erkennen, dass es nicht nur viele, viele Drachennamen dort gibt, die abgebildet sind. Einige davon euch sagen euch tatsächlich was. Abelmirs Blick fällt kurz über Schafir. Dann gibt es ein Kapitel zu Apep, den ihr auch schon kennengelernt habt. Das ist ein Teil von euch. Ja, das Buch kommt, wie gesagt, aus dem Besitz von dem Meisternekromanten und hat wohl einige Kommentare, die daran da, oder daneben stehen. Die wohl in Handschrift dann daneben geschrieben worden sind. Entweder Verbesserungen oder Sachen, die gestrichen worden sind, wo dann daneben steht, dass es Unsinn oder so etwas ist. Vielleicht von ihm selber oder eben von jemand anderem, aus dessen Besitz er es hat. Wenn ihr weiterblättert, könnt ihr allerdings auch erkennen, dass wohl mindestens eine Seite herausgerissen worden ist. Ihr könnt noch erkennen, dass wohl die Überschrift, da hat wohl jemand nicht ganz so sorgsam herausgerissen, sondern einfach nur hektisch, wie ein Kretin, würde Abel mir sagen, die Seite dann herausgerissen in alle Gewalt oder in Wut, sodass dann noch zu erkennen ist: Höhlendrache Arlopir. Und der Rest fehlt dann. Es gibt noch einen Teil von einer Zeichnung, eine Strichzeichnung. Aber wie gesagt, der Rest fehlt dann mit den Hinweisdaten, wo Arlopir sich aufhält. Der Rest des Buches ist sonst wohl vollständig. Wie gesagt, Stammbäume von den verschiedenen Drachen, Göttern, auch wie sie hier genannt werden. Die alten Drachen, wie sie hier erwähnt werden. Aldinor, Branibor, Darador, Pharmalor, der vor allem dann auch Raphim von Begriff ist, weil er wohl dann der Vater von Kor gewesen ist. Fuldigor, Menakor, auch die Menakoriten haben hier ein eigenes kleines Kapitel. Pyrdakor ist wohl mit dabei und auch Nosulgor. Ja, Oh, merkwürdig. interessant. Schaut mal. Hier ist ja eine Seite weg. Warum wohl? Wieder so Wollte sie jemand mitnehmen? ein Bücherschänder. Ja, und sonst ist das Buch in einem so guten Zustand. Seht mal, hier ist sogar ein Lesezeichen. Oh.
sieht doch einmal, ihr stellt einen liegenden Drachen dort dar. Interessant. Das ist mit, ich glaube, Wasserfarben gemalt. Ah, mir gefällt diese Aufmachung nicht. Viel zu viel Drachenthematik. Ich verstehe nicht. Konnte der Mann euch nicht einfach sagen, was ihr wissen müsst? Warum gibt er euch ein Buch, das ihr nicht lesen könnt? Wir können ein Nekromant ist. Wir können es doch lesen. Wovon redet ihr denn? Sagt der Habel mir nicht gerade, er könnte es nicht lesen? Wir können es lesen, aber wir können nicht alles verstehen. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Was bitte? Also, das ist ja wohl eine schlimme Verleumdung, dass ich das nicht verstehe. Wenn es ein Buch über Drachen ist, dann gibt es bestimmt auch Absätze, die auf Angram fast sind. Und ich bin vielleicht niemand von euch Angram lesen kann. Ich zumindest nicht. Ich kann auch diese Drachenglyphen nicht. Da war vorhin ein Name, den konnten wir tatsächlich nicht lesen. Kann ein bisschen guffliger Zeichen, wenn es hilft. Ja, Boltax, wenn du mal weiterblätterst, kannst du tatsächlich erkennen, dass es Risszeichnungen von Drachen gibt, also den verschiedensten, nicht nur Kaiserdrachen oder Purpurwurm, Tatzelwurm, Höhlendrache. Aber dir fällt auch eben auf, dass es einige Beschriftungen gibt und die sind tatsächlich auf Angram daran geschmiert. Ja, dann würde ich mal für die anderen übersetzen, was jeweils bedeutet. Sagt doch den Namen dreimal laut, dann antworten sie vielleicht. Es geht vor allem darum, an welchen Stellen das Schuppenkleid schwächer ist als normalerweise. Dass sie wohl über, ja, normalerweise verfügen sie über einen dicken Schuppenpanzer, aber einige Stellen an den Gelenken oder am Bauch sind wohl schwächer. Seht ihr hier am Kaput Schuppenreihe 2 bis 7 anfällig, mittlerer Wert. Ja. Das gibt an, wo welcher Drache inwieweit anfällig ist. Das ist eine hilfreiche Sache. Gibt auch was zu dem untoten Drachen, wo man den besser hauen soll? Ich weiß es nicht. So weit sind wir noch nicht. Na dann, lest mal weiter. Rafim, hier, nimm auch hinzu. Ah, warte, ich muss auf den Bären aufpassen. Oh, scheinbar ist es besonders effektiv. Nein, das ist keine gute Idee. Das erzählt. Nein. Erzählt. Wir wollen es wissen. Hier steht, der Drachen sich von innen. Nein. Ganz schlechte Idee. Was erzählt? Was steht dort? Das muss jemand daran geschrieben haben, der keine Ahnung hat. Was steht dort? Von innen töten. Ich krieg doch nicht in den Drachen rein. Ich meinte ja auch. Das ist absurd. Interessante Idee. Was passiert? Nein. Ich war einmal in einem Drachen drin, das nie wieder. Habt ihr ihn getötet? Wir haben ihn getötet. Ihr dürft auch gerne mal Anatomie proben. Anatomie, nicht Tierkunde? Tierkunde würde ich auch zugestehen, allerdings sind das dann andere Sachen, die ich dann hier gleich verrate. Okay, dann probe ich trotzdem die Tierkunde, denn Anatomie habe ich, glaube ich, nicht. Ist das ein Business-Talent? Ja, habe ich nicht. Ich mache auch Tierkunde. Ach, die 20 schon wieder. Was soll das denn? Ja, mehr als Boltax. Ja, Abelmir hat so total den Fokus jetzt aktuell auf diesem Lesebändchen, das diesen liegenden Drachen darstellen soll. Und derweil können die anderen sich dann mit der Augenproblematik beschäftigen. Vielleicht ist es euch noch Begriff, als ihr damals gegen Vorberoch gekämpft hattet, kurz vor Apep. Er hatte immer noch die fixe Idee gehabt, auf die Augen zu schießen. Allerdings gibt es auch hier in Angram einige Runen, die Boltax übersetzen kann. Drachen besitzen wohl gepanzerte Augenlider, die Nickhäute, die dann eben auch zugeklappt werden können. Das sind ekelhafte Ballone voller Galerte, die dann eben, also auch mit geschlossenen Nickhäuten könnte dann ein Drache sehen. Das sind so transparente Lider, die sie dann zusätzlich schließen. Ganz interessantes Phänomen, die ja, Drachen oder auch Echsen besitzen. Aber mir hat dafür gerade gar keinen Kopf. Also nicht in die Augen schießen, das bringt nichts. Das bringt schon was, aber man muss was Großes nehmen, so eine Balliste. Und eine Magiekundeprobe hinterher. Das Buch verrät euch auf alle Fälle in der nächsten Zeit, wenn ihr euch damit weiter beschäftigen würdet, eine ganze Menge. Vor allem im Kampf gegen Drachen könnte es sehr hilfreich sein, aber eben auch Geschichte der Drachen, all sowas würdet euch dann helfen.
Abimirs Fokus kann sich mittlerweile wieder so ein bisschen verschieben. Isarun findet die Zeichnung von sowohl Knarrdukas, der Trollaxt, als auch von Drakundas, der schwarzen Kugel. Und nach einer kurzen Recherche, nach einer kurzen Transkription, einer Übersetzung, die du dann aus dem Bosporanischen anfertigen kannst, wobei so ungefähr eine halbe Stunde vergeht, die ihr dann mit Ilmenblatt und Regeneration erübrigen könntet, würdest du herausfinden, dass man wohl in diese schwarze Drachenkugel erst den wahren Namen des Drachen einspeisen muss, damit Knarrdukas funktioniert? Wow, das ist eine gute Erkenntnis. Was denn? Hier, ihr wisst noch die Axt und die Kugel? Natürlich, ja, erzählt. Hier im Text steht, dass man wahren Namen reinsprechen muss, von dem Viech. Oh. Das macht natürlich Sinn, und wahrer Name ist ja mächtig. Ja, und wir haben das Märchenbuch. Ist wirklich der wahre Name, wenn es darin steht in einem Märchenbuch? Ja. Warum? Das ist tatsächlich etwas merkwürdig, aber das ist bestimmt von den Göttern so gewollt, dass wir das auf genau diese Art rausfinden. Genau. Die Götter wollten, dass der wahre Name euch zuteil wird. Warum hätten sie ihn euch dann nicht gesagt? Ja, haben darauf sie gewartet, doch. Dass ihr ein wirres Rätsel löst und dessen Lösung sie sich nicht einmal sicher sein können. Nun, die Herrin Helsinde belohnt diejenigen, die mit Scharfsinn und scharfem Verstand die Hinweise gut zusammensetzen können. Und dann solltet ihr wohl das Märchenbuch studieren. Mendari und ich habe etwas Hunger. Kannst du mir was zu essen holen? Aber selbstverständlich doch. Seht doch mal hier. Oh, ich nehme meinen Bogen und lauf in den Wald. Renn doch nicht gleich weg. Immer diese Elfen. Boltax wollte etwas zu essen. Essen klingt tatsächlich sehr gut. Ja. Es ist wichtig, dass Reh kann nach einer Weile warten, von euch erschossen zu werden. Seid ihr denn so unentspannt, Abimir? Echt mal. Ich nehme keine Drogen, vielleicht liegt es daran. Ich auch noch nicht. Bin trotzdem entspannt, Abimir. Das ist einfach eine Einstellungssache. Da solltest du mal dran arbeiten. Ich bin mir sicher, auch Abimir will nur das Beste für alle. Zeig doch, was ihr gesehen habt. Hier steht: Nuzulgur hatte ein Kind. Und diesen Namen, wie damals der Märchenbuch, den wir gefunden haben, wisst ihr noch? Damit. Nicht im geringsten, aber ja. Und Nuzulgur ist ein alter Drache. Damit wäre... Sag den Namen noch einmal und er antwortet. Lass mich da mal ausreden. Damit wäre das Kind von Nuzulgur und der schwarze Drache derselbe. Und das bedeutet wiederum, wir kämpfen gegen ein Kind eines alten Drachen. Boah. Oh, da können wir diesem sagen, wir wissen, wer dein Vater ist. Ja. Ey. Also Isarun, das ist wohl richtig, aber was hilft das Abimir? Aber ich weiß nicht, vielleicht hat er Angst vor seinem Papa. Der vermittelt uns die Macht, die dieser Drache besitzt. Stellt euch mal vor, ich komme nach Xolosh zurück und ich erzähle, ich habe das Kind von einem alten Drachen erschlagen. Komm sofort wieder in die Bierbrauergilde. Vielleicht wirst du sogar zum Berater vom Hochkönig ernannt. Oh, das wäre voll toll. Ja. Da musst du uns unbedingt mal Bier brauen. Du könnt irgendwie auf den Text eurer Aufmerksamkeit linken. Hier steht außerdem: Adjutant von Pyrrhakor? Er sagt, Voltax. Ja. Pyrrhakor kämpfte gegen die Zwerge? Ja. Die haben ihm ganz ordentlich eingeschenkt. Die haben ihm die Macht der Elemente entrissen. Wisst ihr auch noch, wer die Heerscharen der Drachen anführte? Ja, so alt bin ich noch nicht. Tut mir leid. Ich war nicht dabei. Ihr wisst nicht, wie eure Geschichte, eure Ahnen? Doch, ihr wolltet es über die Armbrust hören, sehr gerne. Nein. Ich wollte jetzt über die Drachen lassen. Ja, erzähl uns von der Armbrust. Hier steht: Das Pyrrhakon-Viel ist lange her.
Also. Er kannte Pyrdakor. Lasst mich mit der Armbrust in Frieden. Aber wieso? Es ist nicht wichtig. Hier steht, dass dieser Drache, der schwarze Drache, schon mit Pyrdakor zusammenkämpfte anscheinend. Dieser verdammte. Dann ist es ein Feind, ein ganz, ganz übler Feind. Der Goldene erschief viele Wesen und jenes davon einzigartig bösartig. Aber er ist uralt. Ja, der aber ist mir, auch. Was bringt uns das zu wissen? Das weiß ich, verstehe ich nicht. Es vermittelt uns ein Bild über seine Macht, über sein Alter. Ja, der Drache ist alt, aber mir, was macht er? Je älter ein Drache wird, desto gefährlicher wird er. So wie eine, wie heißt diese Viecher auf Baraskan, dieser Spinnen? Da müsst du Greifenmund fragen, der erzählt immer so eine Scheiße von Baraskan. Ja, der war der Einzige, der lange da war. Je älter ein Drache wird, desto gefährlicher wird er, desto stärker wird seine Macht, desto dicker wird sein Panzer. Das wussten wir auch vorher, und? Also willst du mir jetzt sagen, der untote Kaiserdrache ist ein böser Drache? Er ist ein mächtiger böser Drache. Ein uralter mächtiger böser Drache. Das scheint irgendwie keine neue Information zu sein. Vielleicht der älteste Drache, den es doch auf Dire gibt. Nein. Nun, er ist tot, natürlich. Nein. Ich weiß nicht. Also es gibt doch bestimmt noch ältere Drachen. Nennt mir einen Drachen, der schon zu Pyrdakors Zeiten gelebt hat. Einen. Pyrdakor. Er lebt nicht mehr. Ja. Er wurde zerrissen von Pharmalor. Ja, und von uns Geoden. Was? Dann lebt er wohl Pharmalor. Wir haben ihm die Macht der Elemente entrissen. Also, doch. Ja, aber wenn der Pharmalor den anderen umgebracht hat, dann lebt der Pharmalor doch bestimmt noch. Richtig. Ihr habt nichts gelernt im Unterricht, nicht wahr? Pharmalor zog natürlich ein als Rondras Begleiter. Nach Alvaran. Ja, aber da lebt er doch noch. Ich sagte auf Dere, nicht auf Alvaran. Aber Abelmir. Fragen wir halt Rondra, dass die mal Nusgalor, wie hieß er denn jetzt nochmal, der hier im Text steht? Der Vater von. Nosulgur. Vielleicht lebt der ja noch. Der wird uns wohl kaum helfen gegen seinen Sohn. Ja, wenn er enttäuscht von ihm ist. Vielleicht ist er kein guter Vater und würde den ein bisschen verprügeln. Vielleicht solltet ihr weniger rauchen. Nein, wir sollten noch mehr rauchen. Das ist immer die bessere Antwort. Also, aber mir, ich bin ja bei dir, dass wir vielleicht jetzt gerade eben ein schlechter Moment ist, aber was bringt er da jetzt? Also, das ist halt ein alter Drache. Und jetzt? Ja. Wir ist es immer gut, egal zu welchem Zweck. Es nützt uns vielleicht später. Vielleicht steht auch noch mehr dran, wie man ihn verwunden kann oder über ihn töten kann sogar. Das sind interessante Informationen, aber. Mit der Axt und mit der Kugel. Ja, und wie speisen wir den wahren Namen in die Kugel ein? Steht das auch dort? Wir umarmen die Kugel und wir umarmen den wahren Namen. Vielleicht sollten wir morgen drüber reden. Wieso? Ihr habt so einen komischen Blick im Gesicht. So entspannt. Ich werf mich mal neben Abel. Die Herrin der Sünde hat mir eine hervorragende Erkenntnisfähigkeit geschenkt. Wisst ihr, was jetzt super wäre? Euch ist das mit der Kugel nicht aufgefallen, als ihr durch das Buch geguckt habt, oder? Das ist wohl wahr. Wir sind mit Göttinnen in der Seherne. Aber mir, ich habe das Gefühl, ihr seid sehr aufgeregt. Natürlich bin ich aufgeregt. Dort steht die Erkenntnis, wie man den schwarzen Drachen besiegen kann. Aber habt ihr denn Gefahr, dass diese Erkenntnis euch weicht, dass ihr aus dem Buch herausfindet? Natürlich nicht, aber... Und warum habt ihr dann eine solche Dringlichkeit? Sie wird auch morgen noch dort sein. Die Erkenntnis wird immer dort sein, wenn ihr nach ihr sucht. Ihr müsst dich jetzt nicht erzwingen. Ihr Elfen, also... Ich meine, er hat nicht Unrecht. Ich glaube, das Buch wird hier morgen auch noch liegen. Ich hier denke was auch. Zu essen holen. Finde ich gut. Hol mal was zu essen. Aber lass das Buch hier. Ja, ich nehme meinen Bogen und laufe in den Wald. Bring uns mal so eine Spinne. Ich glaube nicht, dass irgendwas anderes ihn auch lebt. Ich vermisse Frau Putz Kekse. Aber Spinne ist auch sehr lecker. Ihr habt schon mal Spinne gegessen? Ja, bei uns im Dschungel gibt's große Spinnen. Wie heißt das denn? Das Spinnenhinterteil kann man essen. Ja, wenn man die gut geröstet sind. Das ist ja widerlich. Wonach ist denn Spinnen? Schmeckt das denn? Nach Spinne? Ich glaube, das möchte ich nicht ausprobieren.
Naja, Isarun, woran hast du denn gedacht? Ja, vielleicht schmeckt es nach Hühnchen oder so. Alles schmeckt nach Hühnchen. Nee, Spinne schmeckt nach Spinne. Aber egal. Wisst ihr, was wirklich super wäre? Erinnert ihr euch, als wir in Aranien waren? Diesem Hotel, da gab es Punipan. Punipan. Ich weiß nicht mal mehr, was Punipan ist. Das Weiche, das so süß geschmeckt hat. Nach Mandeln und so. Oh. Das Frage war an Mendarion. Möchtest du jetzt jagen gehen? Das ist der Plan. Hast du was von dem Ilmenblatt geraucht? Nein. Ich weiß nicht, ob mich der Geruch an sich schon gestört hat, aber rauchen würde ich es nicht. Ich glaube, rauchen ist meinen Befindlichkeiten zuwider. Du, ich habe keine Ahnung, ob Elfen rauchen oder nicht, aber hätte ja sein können, dass du... Ah ja, okay. Hätte ja sein können, dass du vorher das Gift oder sowas rauszauberst mit einem, weiß ich nicht, Entgiftungszauber. Dann hätte ich immer noch brennende Partikel in der Lunge. Ja, dann neutralisierst du, würdest die Wirkung auch für alle anderen. Aber nee, okay, dann kannst du auf alle Fälle mir mal eine Probe geben. Was willst du denn machen? Ansitzjagd oder? Ich möchte natürlich Pirsch jagen. Ich schleiche durch den Wald und suche etwas Schmackhaftes. Dadurch 5. Mein Talentwert ist 13,4. Das geht auf 13 runter. Genau. Ich benutze einen Elfenbogen. Das gibt mir eine Erleichterung von 3 Punkten. Ich bin Meisterschütze. Das gibt mir noch eine Erleichterung von 7 Punkten für zusammen 10. Wir sind in einem Wald, ja? Ihr seid in einem normalen Wald, genau. Entsprechend kriege ich nochmal 3 Punkte Erleichterung von Waldkundig. Hast du eine Ortskenntnis für einen Reichsfürst? Nein, leider nicht. Ist dies ein Lichter oder ein Dichterwald? Ein Dichterwald. Dann sind wir nochmal eine 2 Punkte Erleichterung für insgesamt eine minus 15. Ich möchte natürlich nur schmackhaftes Fleisch erjagen, das ist dann nochmal plus 2 für insgesamt 13. Ich zaubere nicht, das habe ich nicht nötig. Und sobald ich meine Attribute eingetragen habe, geht es dann auch rund. Das wäre sehr, sehr löblich, wenn man jetzt ganz natürlich die Magie zum Jagen benutzt, aber brauchst du... Ja, ich weiß, aber Magie zum Jagen zu benutzen ist so ineffizient, dass ich mich weigere. So, das sind 13 Talentpunkte mit einer göttergefährlichen Erleichterung von 13 Punkten. Boah, das ist gar nicht mal so gut. Eben, das wäre die Doppel-20, aber... Das ist gar nicht mal so gut, aber das ergibt dann regeltechnisch 13 Rationen genießbares Fleisch. Ja, beziehungsweise du jagst für ein Tier, was 13 Rationen stark wäre, um das dann als Fleisch zu verarbeiten, braucht man natürlich nochmal Fleischer und sowas, aber was jagst du denn? Kochen. Was jagst du denn? 13 Rationen ist weder groß noch klein, vermutlich eine etwas abgemagerte Wildsau. Ja, nehmen wir. Abgemagerte kleine Wildsau, also kein großen Keiler, aber ne, sowas in der Art. Genau. Gut, wie lange hat das gedauert? Halbe Stunde, ne? Eine Stunde. Ja, dann kannst du erkennen, wie wohl alle noch mittlerweile im Kreis sitzen. Keras hat da wohl weiter seine Kräuter dann ausgegeben. Beutax konnte auch noch ein bisschen dazu steuern. Alle sitzen sie dann da, lachen. Nur Abelmir guckt noch weiter in das Buch und ist da wohl sehr fokussiert. Ich würde mich tatsächlich auch nicht heil machen, während wir hier sind. Raphim, bist du krank? Einer muss aufpassen. Dafür haben wir doch Abend hier. Ja, dann würfel mal eine Selbstbeherrschungsprobe. Ja, komm. Irgendwelche Nachteile? Nichts, was 14 Punkte wert wäre. Ich glaube auch nicht. Könnte man natürlich mal mit einer Zechprobe entgegensetzen, aber nein. Also, Du hast natürlich auch so ein bisschen diesen inneren Drang und du weißt, wie gut das Zeug von Karinor ist, weil er ist halt ein Karinor, aber es riecht halt ja, gut man muss und auf, dann, muss reicht das. Muss als Papa jetzt auf Mira aufpassen, ich kann mir das jetzt hier nicht erlauben. Ist nicht gut, wenn sie wegläuft. Ja, nach einer Stunde kommt der Elf Mendarion Federbringer wieder. Der Wind verkündet sein Lied und seine erfolgreiche Jagd, wenn man ihn denn nur hören könnte. Und es passiert auch nichts in der Zeit. Keine Drachen, die über euch kreisen, die Farben bleiben erhalten, kein Nebel oder keine Spinnen, die aufziehen. Und so könnt ihr dann noch den restlichen Tag in diesem Steinkreis sitzen bleiben, euch weiter Geschichten erzählen, die euch erheitern oder belustigen. Wie auch immer ihr dann den Tag verbringt, aber ihr könnt auf alle Fälle erholsam regenerieren innerhalb dieses Steinkreises. Dafür wurde er nicht geschaffen, aber dafür kann man ihn benutzen. Und könnte dann nach einer sehr erholsamen Nacht wieder aufbrechen, wenn ihr wolltet. Gibt es sonst noch irgendwas, was ihr zwischenzeitlich tun wolltet? Ja, ich würde gerne noch Zwiesprache mit den Elementen hier halten. Denn wenn wir schon mal an so einem Ort der Elemente sind, der elementaren Konvergenz und der Reinheit,
dann würde ich natürlich auch versuchen, mich in Einklang zu bringen. Habe ich ja mit dem Ilmenblatt jetzt schon ein bisschen und dann einfach ein bisschen ins Sache zu treten. Also ich würde dafür an jeden der unterschiedlichen sechs Steher nochmal einen Halbedelstein legen, der dem entsprechenden Element zugeordnet ist. Dann in die Mitte von den Sätzen. Ich habe ja auch Kraftlinienmagie, also keine Ahnung, ob das hier was wirkt oder in irgendeiner Art und Weise. Doch, also ihr werdet mitbekommen, also die anderen wohl weniger, weil das unterbewusst ist, aber dir wird sicherlich klar sein, dass die Sternkraft von, vor allem von Sumo dann hier auch durch diesen Boden durchfließt und dann du sehr gut aufnehmen kannst. Ja, dann würde ich mich in die Mitte dieses Steinkreises setzen, da wo die Linien zusammenlaufen oder wie auch immer das ist. Dort beginnen in mich zu versinken, abzusacken, die Welt um mich herum wahrzunehmen, einatmen, ausatmen, mir wird wärmer, mir wird kälter. Mal bin ich schwer, mal bin ich leicht, mal bin ich warm, mal bin ich kalt. Und versuchen dann im Geiste mit den elementaren Kräften zu kommunizieren. Ich möchte gerne vor dem Schlafengehen noch ein Stündchen astral meditieren und einen Pfeilblütentee trinken. Ja, sollte, glaube ich, auch kein Problem sein. Wie viel Lebenskraft möchtest du umwandeln? 10. Ich muss noch 2W20 würfeln und gucken, ob ich einen Pfeil verloren habe. Nein. Ein Pfeil verloren, kannst du wieder rausziehen, ohne dass er abbricht. Die Regeneration von Lebenspunkten ist hier normal alternativ. Wenn ihr keine Kraftlinienmagier seid, dann bekommt ihr eine plus 3 auf die astrale Regeneration, nicht auf die Lebenspunkte, sondern nur auf die ASP. Eure Albträume werden hier allerdings auch nicht ausgelöst. Also hier regeneriert ihr ganz normal mit einer plus minus 0 und dann eben einer plus 3 für ASP. Und wenn man Kraftlinienmagie hat? Dann nochmal das Doppelte, also plus 6. Kraftlinienmagie 1 jetzt. Genau. Habe ich natürlich nicht. Lebenspunkte waren plus 1, ja? Lebenspunkte plus minus 0. Achso, okay. Er kommt auch selber raus.